42, war in Russland dabei, Patronenlager ist frei. Ist ein bisschen schwer, aber wird genau das Richtige für dein Familienmitglied sein. Oh ja, die ist schwer. Ja. Aber es ist Kaliber 67 x 25. Formschön, gut in der Hand liegend. Am Gürtel zu tragen. Oder für die Damenwelt haben wir natürlich auch eine kleinere Variante. Mit sehr guten Hand, wenn du mal halt magst. Aber der Großvater wird. Ja, lass es ja. Schau richtig drauf. Mit Druckwelt, falls die Kraftbahn nicht mehr reicht. Zum Einfahren. Wie kann ich dir denn jetzt am besten helfen? Ich bin beide. Eine sehr schöne Entscheidung. Was sagst du? Ja, nee, weiß ich nicht. Ich überlege mir das mit der Dings noch. In Ordnung. Aber die nehmen. Bleib dabei, okay. Dann sind das jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind das 12,50 Euro. Schön. Schön. Brauchst du eine Tüte? Alles klar. Hab einen schönen Tag. Ciao. Sag mal, hast du der Kleinen eben zwei Teleskopschlagstöcke verkauft? Ja. Sag mal, was stimmt denn nicht mit dir? Komm, ab, ab. So. Mann, 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 Mann. Hier, komm, hau ab. Und wenn du wiederkommst, hier, ja? Lass dich nicht wieder sehen hier. Hau ab. Und der nächste, bitte. Aus 2 mach 5. Moment. Das ist hier keine Lesung. Bitte tun Sie den Text weg. Der nächste, bitte. Okay, ich könnte auch noch ein Lied singen. Das ist hier kein Musicalhaus. Das ist ein Theater hier. Der nächste, bitte. Es irrt der Mensch stets, wo er strebt. Schönen guten Abend. Mein Name ist Jan Labe. Ja, bitte. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Ja, was? Sie haben die Hand gehoben. Ja, und? Ich dachte, das sind doch richtig Sinn. Ja, weiter! Da stehe ich nun. Ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Ich bin der Geist, der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Knabe, komm wieder, wenn du 16 bist. Allwissend bin ich nicht. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns nun endlich Taten sehen. Hey, danke. Hi. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. It's that same old thing. Twin demons on a shame. That urge to share one soul. With that need to keep control. Afraid that we might steal a thing that they can never own. Yeah. Oh, yeah. Is it all in my mind? The way I feel about you. Tell me. Yeah. I become a fool to let you use me this way. Tell me. I had a
Together, you know, they tell you you're alone. Yeah. It's nothing more than love for sale. So that's what they say. So funny how they make these rules for something they can't play. So again, it's that same old thing. Ja, bitte. Ist das hier das Servicebüro für energetische und parapsychologische Probleme? Ja. Haben Sie denn ein Problem? Ich komme wegen diesem Zettel hier. Da steht, dass Sie einen Assistenten suchen. Ohne Vorbildung. Und ich suche gerade einen Job. Welchen Zettel denn? Ach, der stimmt. Mein Bruder hatte solche verteilt. Ruprecht, komm mal bitte, wir haben einen Bewerber hier. Wie gesagt, ohne Vorbildung. Ich verstehe. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Jan Labin. Ich bin 22 Jahre alt. Sagen Sie, was macht denn Ihr Servicebüro überhaupt? Er kommt wegen deiner Zette hier. Es spukt. Genau, das tut es. Das ist Ruprecht, mein Bruder und technischer Leiter. Ich bin Mia. Er ist sehr misstrauisch. Hast du schon mal einen Geist gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Wir nämlich auch nicht. Wie die meisten Menschen. Aber wenn sie mal einen sehen, wollen sie ihn für gewöhnlich so schnell wie möglich wieder loswerden. Klingt logisch. Aber sagen Sie, wenn Sie noch nie einen Geist gesehen haben, was vertreiben Sie denn? Das ist ein Problem. Da ist was dran. Wir brauchen Geister auf Knopfdruck. Instant-Geister sozusagen. Die neue Maschine ist fertig, Mia. Sie ist, darf ich sie dir vorführen? Ist gut jetzt. Darf ich sie dir dann später vorführen? Ja, Ruprecht, führ sie mir später vor. Ja, ihr erzeugt eure Geister selbst. Könnte man so sehen. Wir erzeugen die Effekte, die die Geister imitieren. Und dann holen uns die Leute und wir machen die Effekte wieder weg. Und was wäre da jetzt meine Aufgabe? Wir brauchen jemanden, der Ruprechts Erfindung bei den Kunden vorführt. Wie du siehst, kann er die Treppe weder rauf noch runter. Ich traue ihm nicht. Wieso? Er hat etwas Verschlagenes. Findest du? Ich finde ihn eher harmlos. Die Omas werden ihn lieben. Wenn ich mich kurz einklinken dürfte. Für mich geht es, als ob ich eine Art Betrug läufe, der sie nur noch einen Dumm suchen, der da mitmacht. Könnte man so sehen. Nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Pass mal auf. Das sind 500 Euro am Tag für dich. Aber ich kann es mir noch mal überlegen. Verschlagen ist er. Mal die Karten auf den Tisch gelegt. Ich sehe echt Potenzial in dir, wenn du bei uns mitmachst. Und weißt du was? Der Job ist idiotensicher und gut bezahlt. Ich kann aber nicht gut lügen und will eigentlich auch niemanden schaden. Perfekt. Wir nämlich auch nicht. Da bin ich mir sicher. Aber ist das Ganze nicht riskant und womöglich illegal? Pass mal auf, Jens. Jan. Jan. Wir haben gleich einen Termin bei einem Kunden. Bei einer Probestunde zeige ich dir, wie das bei uns abläuft. Hast du Zeit? Das waren so die Geräusche, die da rauskamen. Ganz unheimlich war das, ganz fürchterlich. Das war quasi immer und immer wieder zur gleichen Zeit. Kam es aus den Abflüssen. Und welche Abflüsse waren das genau? Die Küche und die Toilette. Ah. Schlamm euch Nummer 3. Dürfte ich kurz? Ja.
Ein Schlammmolch. Ist das ein Frosch? Das ist Laich. Geisterlaich. Es ist ja eklig. Ja, die schlüpfen daraus und das macht dann leider die Geräusche. Genau. Da hat der Kollege recht. Die schlüpfen und dann verteilen sie sich überall im Raum. Und was wollen die? Ihr Geltung, Geltung. Genau, das ist deren Nahrung. Und weißt du was? Ja. Die stehen sonst nämlich nachts vor deinem Bett und schlemmen dich nämlich richtig voll. Nein. Ich hatte immer so viel Schleim getrunken, da wäre ich fast dran. Ja, ist das gut, ist ja, Jan. Das ist ja fürchterlich. Ja. Ja, dann lassen Sie uns mal zum Geschäftlichen kommen. Genau. Wenn Sie dann bitte einmal hier und hier unterschreiben würden. Ja, das ist aber klein gedruckt. Ja. Na gut, 2500 Euro, sagten Sie? Genau. Habe ich hier. Das ist schön. Ich würde dann jetzt auch gerne mit der Reinigung beginnen. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ja. Damit ich heute Nacht schlafen kann. Genau, damit Sie gut schlafen können. Ich möchte nicht vollgeschlammt werden. Wir fangen am besten, ich zeige Ihnen mal meinen großen Ausfluss. Ja. Da kamen die meisten Geräusche her. Müssen Sie davor spülen. Mhm. Also, das ist hier. Also, ich schau. Nee, das spüle ich selber. Gut, Herr Jansen. Wir werden dann fertig mit der Arbeit. Ja, Frau Montezuma. Montessori? Hm. Ja, dann habe ich hier die 2500 Euro für Sie. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das hat was gebracht. Ich kann Ihnen ja vertrauen. Ja, auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Schönen Tag noch. Hat mich gefreut. Ja? Tschüss. Tschüss. Ach so, stimmt, du kennst die Abläufe ja noch gar nicht. Wir müssen jetzt noch kurz im Keller. Und dann? Hast du das Werkzeug dabei? Perfekt. Wir machen das jetzt so. Du gehst in den Keller runter, baust Rubis Kasten ab, gehst danach zu Ritter ins Antiquariat. Hier ist die Fernbedienung. Einfach auf Enter drücken. Und ich verteile dann in der Zeit die Flyer. Ach so, und bevor ich das vergesse, hier ist ja noch dein Anteil. Ja, ja, ich habe die Figur vor mir. Und ich glaube, es ist ein Original. Ja, es ist auf jeden Fall eine echte Perle. Es müsste seine Kräfte noch haben. Ja, ich bin gespannt. Nein? Ja, einen Moment bitte. Hallo? Mhm. Ja, so, danach ist es ein Totem, das Geister sterblich macht. Nein, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich kenne ja gerade keinen Geist. Genau, warte. Entschuldigung? Kann ich Ihnen helfen? Nee, ich schaue hier nur. Hey, hat alles geklappt? Ich denke schon. Okay, ich bin begeistert. Wir müssen jetzt noch auf den Anruf warten. Ich denke, du kommst so gegen ca. 10 Uhr zu mir ins Büro. Kannst du dir hier noch mal im Geisterhandbuch was angucken? Kommt immer ganz gut bei den Kunden. Aber bisher muss ich echt sagen, gute Arbeit, nicht schlecht. Beschwörungsform. In La Manda, Venus, Nova, Centaur. Die hat sie da nicht alle.
Na, so wird das aber nichts. Wie meinst du das? Na, das mit dem netten Mädel da eben. Ich sehe doch, dass sie dir gefällt. So das, ja, also... Also wenn du willst, kann ich dir auch helfen. Wie würde das aussehen? Na, ich habe da so meine Methoden. Lass mich nur machen. Dir fehlt einfach nur ein bisschen Rückgrat. Nee, lass mal. Ich kann das schon alleine. Mann, hier steht echt nur Scheiße drinne. Sepp? Service Büro für energetische und parapsychologische Probleme. Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, Herr Ritter. Steht doch vor groß an der Tür, oder? Ja, habe ich mitbekommen. Mein Name ist Jan Labin. Firma Sepp. Sie haben uns gerufen? Meine Frau hat darauf bestanden, dass ich sie anrufe. Schon seit Tagen hängt sie mir in den Ohren. Phänomene hier, Geister da. Täte ich nichts dagegen, würde sie mich verlassen, hat sie gesagt. Christian, hat sie gesagt. Christian, du musst diese Firma Sepp rufen. Die können uns bestimmt helfen. Und da sind wir schon. Steht deine Hintertürchen offen? Was? Frau Montessori kommt immer noch von hinten. Da fällt es ihr leichter, in die Geisterwelt einzudringen. Und wer bitte ist diese Frau Montessori? Das ist meine Chefin. Sie hat ihre Chakrakräfte vollständig bündeln können und ist deswegen Experte für die Clearings. Achso, okay, das ist gut. Wenn Sie mich dann gleich einmal nach draußen begleiten würden, dann würde Frau Montessori bei Ihnen hinten reinschlüpfen und dann hier für Ruhe sorgen. Rausgehen, ja. Keine Sorge, Herr Ritter. Mia weiß schon, was sie tut. Also, wie sieht mir das ja nicht danach aus? Wie lange machen Sie das denn jetzt schon? Oh, viel zu lang. Viel zu lang schon. Das ist der Wahnsinn. Immer, wenn man meint, man ist raus, ziehen Sie wieder rein. Tatsächlich. Ich weiß es wirklich nicht. Da stand plötzlich diese Frau im Laden, die war vorher gar nicht da. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht. Ich hatte plötzlich keine Stimme mehr, ich konnte nicht mehr schreien. Jan, du hast doch gesehen, da war keine Frau im Laden, oder? Nee, da war keine Frau. Na ganz klar, das war ein Geist. Es spukt. Ruprecht, ich hab dir schon tausendmal gesagt, sowas gibt es nicht. Und was wäre, wenn doch? Dann sollte sie vielleicht für uns arbeiten. Es guckt nicht so entgeistert, das war nur ein Witz. Haben Sie denn kein Bargeld im Haus? Nein, ich zahle immer alles mit Karte. Na, dann muss ich das Paket leider wieder mitnehmen. Ich brauche es aber ganz dringend. Da sind ganz wichtige Schuhe drin. Ah, die laufen nicht weg.
Ich hinterleg's dann bei der Poststelle. Moment. Was ist Ihnen schuldig? 299,95. Stimmt so. Dann bekomme ich noch eine Unterschrift. Schönen Tag noch. Wow. Du hast mich den Tag gerettet. Ach, das habe ich doch gern gemacht. Kann ich mich irgendwie revanchieren? Ist schon gut, ist wirklich schon gut. Hast du heute Abend schon was vor? Ich weiß nicht. Magst du Hausmusik? Mein Adam fließt Musik. Ich bin aber kein großer Tänzer. Egal. Hol mich so gegen 9 ab. Ich habe aber gar nichts anzuziehen. Okay, bis später dann. Cool, bis dann. Das wäre noch gar nicht so schlecht. Du wirst sie alle in Grund und Boden tanzen. Was sind, sind das meine 300? Kauf dir was Schönes zum Anziehen. Warum reagierst du? Das kann doch nicht sein. Die haben mich betrogen. Aber wie? Hey, möchtest du was trinken? Cuba Libre. Ein Cuba Libre, der Bruder. Hey Sven, was machst du denn hier? Mein Versprechen einlösen. Wie meinst du das? Es ist meine Berufung, dir zu helfen. Ich bin ein guter Geist. Du hast auch schon ordentlich was getrunken, oder? Oh ja, ich bitte dich, ich koste nicht von Satans Nektar. Alles klar. Du, ich bin in Begleitung hier. Wir sehen uns später. Und ich möchte. Siehst du, da hinten, da steht deine Traumfrau. Tanz sie an. Gib alles, erobere ihr Herz. Here's a chant for all the fellas. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females to get jealous. Okay, smart, go to a party. Girls are scantily clad and showing body. Your chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes on and people start to dance, but then you ate so much and it'll spit your pants. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you and starts talking. And says she wanna dance cause she likes the groove. So come on, fatso, and just bust a move. Ich möchte dich um diesen Tanz bitten. Deine Augen funkeln wie Sterne aus tausend einer Nacht. Ich glaube, es hackt. Selbst die edelsten Rosen kämen deinem Duft nicht gleich, als ich die Biene zu deiner Blume. Der Vogel gleich klatscht, aber kein Beifall. Ohne dich wär's wie Sterben. Bitte, lass mich in deine Höhe. Hallo? Hallo? Nerven, dich hier blicken zu lassen. Willst du mich nicht hereinbitten? Bestimmt nicht. Ganz ruhig, Jan. Was zum... Wie hast du... Ich hab doch... Jan, beruhig dich. Alles wird gut. Oh
Wie hast du das gemacht? Ich sagte doch, ich bin ein guter Geist. Und das ist eine meiner vielen Fähigkeiten. Ich bin hier, um dir zu helfen, Jan. Auf die Art von Hilfe kann ich getrost verzichten. Ich bin heute Morgen auf einem Rastplatz wach geworden. In Unterwäsche. Und das war verdammt nochmal nicht mal meine. Ja. Tut dir was weh? Mein Stolz? Besser? Ist doch gar nicht so schlecht gelaufen gestern. Gar nicht so schlecht? Gar nicht so schlecht? Was muss denn noch alles passieren, damit du es als schlecht bezeichnen würdest? Oh, jetzt werf mal nicht gleich die Flinte ins Korn. Du hast doch gestern allen Mut bewiesen. Und wunderbar getanzt. Ich habe mich völlig zum Affen gemacht. Das war doch eine schöne Lektion. Aber nicht meine Absicht. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Jan, ich habe einen Auftrag und den muss ich erfüllen. Vorher kann ich nicht verschwinden. Was wäre jetzt dieser besagte Auftrag? Ich muss etwas Gutes tun, um mich so von meiner bösen Seite zu trennen. Eben jene böse Seite hat dir auch gestern Abend diesen Schlamassel beschert. Aber was ich nicht verstehen kann, warum hast du nicht einfach Nein gesagt? Oh Mann, es wird immer schöner. Jetzt belästigt mich auch noch das Jenseits. Ach, das ist keine Belästigung. Du hast mich gerufen, Jan. Willst du dir jetzt nun helfen lassen oder nicht? Weißt du was? Du kannst mir tatsächlich helfen. Aber nicht bei Tanja, bei etwas anderem. Was wäre das? Was sage ich dir dann, wenn es soweit ist? Jan, ich bin ein Geist. Für mich gibt es kein Vorher und Nachher. Ja, aber nichts aber. Du denkst auch immer, du hast alles. Nun ja. Du kommst morgen mit und ich erkläre dir dann alles vor Ort. Abgemacht. Also. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein Kollege hier also ein Geist und du meinst, er könnte uns behilflich sein bei der Arbeit? Ja, genau. Verarschen kann ich mich alleine. Sven, zeig doch mal was. Ja, Meister. Es spukt. Rein rhetorisch. Wobei genau soll ich euch jetzt denn helfen? Beim Spuken. Denk doch mal nach. Wie denn, wenn du mir immer zuvorkommst? Das ist Unsinn. Ich kann mir selber nicht zuvorkommen. Verrückt, oder? Könnte ich stundenlang so machen. Ruprecht, das ist Schicksal. Wir haben unseren eigenen Geist zur Hand. Und was ist mit meinen Maschinen? Ich habe einen thermonuklearen Teilchentrenner gebaut. Wenn ich mich da kurz einklinken darf. Ich bin ein guter Geist. Ich darf nur Gutes tun. Ich muss zusehen, dass ich mich von meiner bösen Seite trenne. Und dass ich ihm helfe. Du musst mir helfen? Ja, du hast mich doch gerufen. Dummerweise noch bevor sich Jäger abspalten konnte. Du bist also mein Geist? Nein, ich bin nicht dein Geist. Ja, dann hilf uns doch einfach, Gutes zu tun. Jan, ich spüre ein moralisches Defizit hier im Raum. Hey, hör mal zu. Wir machen nur Gutes mit unserem Geld. Ach, meine Güte. Ich weiß zwar, dass es nicht so ist, aber wenn es ihm gut tut und er das will, dann bin ich dabei. Still was
Sie das an. Und das alles unversteuert. Mein Traum wird wahr. Endlich können wir uns eine neue Zentrifuge kaufen. Wofür war denn die alte? Urananreicherung. Die ist jetzt aber kaputt. Wofür braucht ihr Uran? Nicht der Rede wert. Ist ein Geheimnis. Aber es wird die Welt für immer verändern. Da bin ich mir sicher. Hier. Deine 6.000 Euro für eine Woche Arbeit. Frag sie mal, was sie mit ihrem Geld macht. Keine Sorge, sie sehen mich nicht. Und was macht ihr so mit eurem Geld? Ausgeben. Wofür? Zentrifuge. Ach, Zentrifuge. Wir haben doch jetzt unseren eigenen Geist. Ich kann dir nur den Tipp geben, hör auf. Wie lange willst du noch an dieser peinlichen Nummer teilnehmen? Naja, so peinlich ist das jetzt nicht. Was ist peinlich? Und ich gebe dir den Tipp, mach weiter. Mehr Geld wirst du im Leben nie verdienen. Ich sage nur eins, Sicherheit. Und wofür brauchst du das Geld? Ich brauche es für einen Traum, den ich habe. Träume sind wichtig. Glaub mir, das geht auch ohne Betrug. Du musst das hier nicht machen. Einfach mal Nein sagen. So groß ist dein Talent nun auch wieder nicht. Aber Geld könnte viel kompensieren. Das ist doch gar nicht wahr. Geld macht glücklich, eröffnet Möglichkeiten. Freunde, Liebe und Gesundheit? Kann ich mir alles mit Geld kaufen. Aber es ist nicht echt. Hör nicht auf ihn. Echt ist es nämlich nie. Nur besser gespielt. Nimm die Knete, mach weiter. Jetzt lass ihn endlich. Lass du ihn doch. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Schluss jetzt! Jan, alles in Ordnung mit dir? Ich will euch ja nicht die Stimmung vermiesen. Aber ich glaube, der nächste Auftrag wird mein letzter sein. Bitte was? Jetzt, wo das gerade so gut läuft? Ja, ich hätte dann genug Geld zusammen. Wie kann man dann genug Geld haben? Ich habe ein Ziel und das reicht mir. Und das wäre? Ich will Schauspieler werden und ich brauche es für die Ausbildung. Ich muss auch in irgendetwas leben können. Weißt du was? Wir brauchen einen großen Teil des Geldes für Ruprechts Operation. Für was? Echt? Echt. Und jetzt nimm das Geld und wir sehen uns morgen, okay? Professionelles Cleaning. Bescheißen, das tut ihr. Euch lege ich das Handwerk. Hey. Hey. Was war denn da gestern im Club los? Möchtest du es mir vielleicht erzählen? Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Was machst du heute noch? Wir Fußball gucken, ich will schlafen, duschen. Duschen, warm, heiß, überall gründlich. Fernsehen, bei dem schönen Wetter. Ja. Wollen wir was unternehmen? Nach dem, was letztens vorgefallen ist? Schauen wir mal. Okay. Es läuft halt gerade ein Bud Spencer und Terence Hill Marathon. Ach, so scheiden sich die Geister. Zuerst dachte ich, dass du nur ein normaler, netter Typ bist, aber dass du auch noch reich und nett bist, hatte ich nicht erwartet. Ja, nett. Ich bin irgendwie immer der Nette und reich. Moment mal, wieso reich? Ich glaube, das ist ein bisschen weit gegriffen. Naja, das Paket, was du ohne mit der Wimper zu zucken für mich bezahlt hast. Ja, ich habe momentan so einen Gelegenheitsjob, bei dem ich ganz gut verdiene. Aber da will ich jetzt auch bald aufhören. Aber du hast doch bestimmt schon was Neues in Aussicht. Nö, bisher noch nicht. Nicht? Und wie verdienst du dann dein Geld? Erstmal gar nicht.
gibt es ein Theaterstück, wofür sie Leute suchen. Da würde ich dann erstmal mitmachen wollen. Hm. Dann wünsche ich dir alles Gute. Du, mir fällt gerade ein, dass ich noch mit einer Freundin verabredet bin. Wir wollten mir Schuhe kaufen gehen. Tatsächlich? Tatsächlich. Ich muss da mal los. Mika, mein Freund! Ich bin der Schmiederer, Freund von Juri. Und ich soll dich schön grüßen. Es fühlt sich an, als müsste man nicht stinken. Was aber nur passiert, wenn ich dir mit dieser Kugel noch einmal auf dieselbe Stelle schlage. So, schildern Sie mir doch bitte nochmal die Vorkommnisse. Zuerst war da dieses Gestöhne aus dem Abfluss. Wir haben uns nichts weiter dabei gedacht, bis gestern der Geist aus dem Fernsehen kam. Können Sie den Geist vertreiben? Oh ja, bitte vertreiben Sie ihn. Ich glaube, er ist mir vor vielen Jahren schon einmal erschienen. Was Sie nicht sagen. Doch, ich habe diese Geschichte nur noch niemandem erzählt. Okay. Ich glaube, sollten wir es auch dabei belassen. Das muss es gar nicht. Ich war noch ein Kind und sehr naiv. Er sprach mit mir und gab mir Anweisungen. Nun ja, und ich glaubte ihm. Ich war als Kind eher der Außenseiter und wurde oft gehänselt. Er versprach mir, mich beliebt zu machen. Aber seine Methoden waren eher kontraproduktiv. Was dazu führte, dass ich als das kranke Kind im Dorf stigmatisiert wurde. Und wirklich niemand mehr etwas mit mir zu tun haben wollte. Das ging sogar so weit, dass meine Eltern mich zur Adoption freigeben wollten. Wir sind dann aber doch nur umgezogen und damit war die Sache mit dem Geist auch erledigt. Okay, da haben Sie Glück gehabt. Die meisten Geister lassen sich nicht durch einen Umzug von ihrem Opfer abbringen. Hat er denn jemals erwähnt, wie er heißt? Er hatte einen Allerweltsnamen benutzt. Sven oder so. Er hat auch eine böse Seite, die Jäger hieß und als Frau erscheint. Er meinte, er müsse etwas Gutes tun, damit sie von ihm abfällt und er zurückkehren kann in seine Welt. Das gibt's doch wohl nicht. Oh doch, das Böse erscheint als Frau. Du natürlich nicht, mein Schatz. Okay, dann wollen wir die Geister mal nicht länger warten lassen. Du! Was machen Sie denn hier? Hier ist doch nicht Tag der offenen Tür. Schlangenei und Krötendreck, was hier gerade war, das ist jetzt weg! Ist ganz warm geworden. Ha! Damit hast du nicht gerechnet, du Betrüger! Dieses Totem reagiert nämlich nur auf echte Geister. Es gibt keine echten Geister! Hä? Dein Dings, dein Totem hat auf die Geister reagiert? Womit hat er Sven nun gefangen? Ich hab keine
Keine Ahnung. Wie sah es denn aus? Es war so eine kleine Statue, es sah etwas asiatisch aus. Verstehe. Vielleicht ein Chaodang aus der Tran-Dynastie. Ah. Ruprecht, würdest du mich mal bitte aufklären? Was der Herr da bei sich trug, scheint eine Art Totem gewesen zu sein. Ähnlich der Flasche eines Flaschengeistes. Meist bedarf es einer Formel, Spruchs oder Ähnlichem, um die Kraft des Totems freizusetzen und da drinnen was zu bannen. Beruhig dich erstmal, Ruprecht. Wie können wir das Ganze wieder rückgängig machen? Man muss kräftig daran reiben und einen speziellen Spruch aufsagen. Steht da auch was für ein Spruch? Nein. Ich wette, wir finden den passenden Spruch bei Ritter im Laden. Und wem schicken wir da nun hin? Na, wen wohl? Ritter? Schlickdame. An dir, Ruby. No fool, yeah. Help me. Oh, help me. Teilchen drin. I'm trying. Fertig. Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, perfekt. Das wird sich noch zeigen. Wir haben hier eine Menge Uran, 235 in diesem Gerät, das jetzt durch thermische Neutronen gespalten wird und die Membran des Totems wird auf Metaebene die Matrix der Zellen zurückholen. Wir sitzen hier vor einer Atombombe? Das Wort wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Ja, das Nuklid ist jederzeit zu Kernspaltungskettenreaktion fähig. Ich schalte es jetzt mal ein. Halt! Einfach so? Ich meine, hast du das Ding mal getestet? Na, wie denn? Nicht aufschlagen! Ah, Mann! Ah! Das tut weh, bist du bescheuert, Mann! Oh, Mann, lass mich bloß in Ruhe! Der hat ja voll das weiche Kinn. Echt? Ja, ist das eklig. Hallo, mein
Schwester. Ja, Liebling? Ah! Digga, was ist denn mit dir los? Du hast mich erschreckt. Wie kann man sich denn so erschrecken? Es ist mitten in der Nacht. Das ist ja verrückt. Wer fühlst du überhaupt? Ich bin Jäger. Was willst du hier? Und du wirst mir helfen, verdammt nochmal. Das ist ja vorbei denn. Das erfährst du noch früh genug. Nee, das kannst du vergessen, nicht? Ja, Evan. Ja, hi Mia. Jetzt musst du mal zuhören. Ich habe gerade hier Herr Jensen gesehen und... Nein, das ist mir egal. Jetzt hör... Nein, ich hör auf damit. Da scheiß ich drauf. Es ist nicht mein Ding und das war's auch noch nie. Bis dann. Jäger ist von mir abgespalten worden. War nicht genau das der Sinn? Ja, aber abspalten nützt nichts. Sie muss auch noch rüber auf die andere Seite. Sonst kriege ich Geisterrot. Du wirst was? Wenn Jäger hier bleibt, oxidieren meine Zellen. Und ich werde zu Kupfer. Wir dürfen nicht zur selben Zeit existent sein. Verstehst du? Und was machen wir da jetzt? Ich brauche Ruprechts Kasten. Jäger wird den Torwächter aufsuchen. Und wir müssen da dringend hin. Oh, Ruprecht, was ist passiert? Ritter hat Trinity mitgenommen. Das ist nicht gut. Das Uran ist zu sehr angereichert und instabil. Wer ist Trinity? Der Kasten. Er darf den Kasten nicht öffnen. Woher weiß Ritter von dem Kasten? Machst du mich hier mal ab? Hä? Mach mich mal los! Später, Ruprecht, später. Mach mich mal ab! Sie sind schon dabei. Sie dürfen den Torwächter nicht rufen. Aber was ich nicht verstehe, wie will sie das machen? Man braucht ein Opfer dafür. Und es kann nur jemand sein, der immer negativ denkt. Das klappt doch nie. Doch, das klappt. Ich bin ja vom Fach. Wir holen jetzt die Torwächter und du steckst deine Hand in die Kiste. Selber ein paar zu scheuern. Ist das normal?
Ja, aber er darf seine Hand nicht in den Kasten stecken. Es geht los. Komm! Ein Glück, dass wir das nicht rechtzeitig geschafft haben. Naja, für mich war es gut. Meine böse Seite ist verdampft worden und ich bin wieder so, wie ich mich kenne. Nur ich kenne mich nicht so. Das ist eine Katastrophe. Hey Jungs, hört mal zu. Ich sehe echt eine große Zukunft vor uns. Wir werden überregional expandieren. Natürlich, wenn ihr Zeit habt. Mia, ich hab es jetzt. Diese einzigartige Maschine ist fertig. Darf ich sie dir vorführen? Ja, Ruprecht, zeig sie mir. Ja, man muss, das ist nun mal so eine Zeitmaschine. Genial, man muss einfach die Zeit hier eingeben. Nein, bitte nicht. Ja, bitte. Sag mal, was kostet die? So, die kostet 25. Okay, ja, die nehme ich mit. Okay, kommt noch was dazu? Ich brauche da noch ein Maschinengewehr. Maschinengewehr, okay. Ja, haben wir da was Besonderes. Mal schauen, ob dir das gefällt. Baujahr 1978. So wie ich. Perfekt. Und ja, ich sehe schon, ihr freundet euch an. Das ist schon was Feines. Das überlebt uns alle. Ja, hast du noch Leuchtspurmunition dafür? Leuchtspur? Wie viel brauchst du? 10.000. Ist momentan schwer. 2.000 kann ich dir geben. Aber 10.000 kann ich dir bis heute Abend besorgen. Ja, bis heute Abend ist okay. Mhm. Oder willst du vollen Mantel haben? Nee, ich muss heute Abend was sehen können. Okay, gut. Willst du mal ausprobieren? Ja. Ja? Wenn das geht. Moment. Ja, bitte? Ich wollte fragen, wie früher gehen kann, wenn ich das sehe. Ja, hau ab, ist okay. Aber, ne? Über bleibt hier. Ja, aber tschüss. Aber auf der Schießbahn nur Vollmantel. Also da läuft's nur. Nicht das. Two, three.